Ach schön. In Friedrichshain gibt es ja viele schöne Frauen. War, ist so. Also überdurchschnittlich viele schöne Frauen. Zum Beispiel verglichen mit Neukölln. Ja, wenn ich durch Neukölln gehe, dann sehe ich nicht so viele schöne Frauen. Das liegt daran, dass es in Friedrichshain mehr schöne Frauen gibt. Wenn du so durch Neukölln gehst, hast du ein ganz anderes Stadtbild. Dann siehst du mehr so andere Leute, war. Und in Friedrichshain sieht man schöne Frauen, schöne Mädchen, war. Ja. Schöne Mädchen sind ja so, was sagt man, so von 16 bis 29 oder was, ist man ein Mädchen? Na, kommt drauf an, war es unterschiedlich. Aber überleg mal, was das denn hast du? Von 16 bis 29 hast du 13 Jahre Zeit, ein schönes Mädchen zu sein. Und dann musst du eine schöne Frau werden. Und so sieht's aus, wa? Vorher bist du ein schönes Kind. Dann bist du eine schöne Oma oder so. Na, jedenfalls gibt es in Friedrichshain eine Menge schöne Frauen und Mädchen. Und da habe ich mal geärgert, als ich einen Tipp gekickt habe. Ja, Tipp. Ärgert man sich auch mal öfter, aber die. Diesmal habe ich da so ein Amateurfoto war. Einfach so ein Amateurfoto. Und hier die Miss Friedrichshain. Ja, da war eine Miss Friedrichshain-Wahl und ich wusste von nichts. Ja. Überleg mal, hier in meinem Bezirk ist eine Misswahl und ich habe das nicht mitbekommen. Na, ich habe mal geärgert. Ich glaube, ich da so gerne dabei gewesen. Da war ich traurig. Ist doch klar, wa? Hätte ja gerne mit meine Stimme gegeben, wa? Eine Blonde. Hübsche Frau. Aber Mensch, wäre ich gerne dabei gewesen, wa? Bei dem Ereignis. Eine Misswahl im Friedrichshain. Junge. Hätte man sie ja auch selber aufstellen können, aus Spaß und alles Mögliche, wa? Naja. Wisst ihr, kein Anschlag, kein Plakat gesehen, keine Rundmail bekommen, nix, von nix gewusst. So eine Nachinformation im Tipp, naja. Im neuen Tipp sind ja so Tipps drin, ne? Wie man sie so auf Partys verhalten soll, wa? Da bin ich ja gespannt, ob nächste Mal, wenn ich auf eine Party ja alle da mit dem Tipp in der Hand, mit dem Regelwerk, dem neuen Clubknicke, ja, den der Tipp da veröffentlicht hat, in der Hand rumstehen werden und sich an die strengen Regeln halten. Ja. Wie man sie an der Bar verhält, wie man sie auf der Tanzfläche verhält und so. Zum Beispiel auf der Tanzfläche niemals mit einem Getränk in der Hand. Das sieht albern aus und so. Mann, das wird eine stereotype Club-Gesellschaft werden, wenn die alle sich an die Regeln halten. Ja. Machen alle gleiche, keiner tanzt mehr mit dem Bier, keiner benimmt sich mehr daneben. Wer zu viel getrunken hat, geht sofort nach Hause und zwar mit dem Taxi. Ja. Angebaggert wird auch bloß noch ganz plump. Schöne Sprüche soll man nicht verzichten im Club. Na, ich weiß nicht, ob das die richtigen Tipps sind, wa? Tja. Manchmal sind Tipps auch überflüssig, wa? Gerade so Tipps zur Feierei muss er ja selber feiern, wie er feiern will. Was soll das? Ich sag mal so, mit Bier in der Hand tanzen, war, sieht vielleicht wirklich nicht gut aus. Aber bei manchen vielleicht doch. Vielleicht gibt es ja Leute, bei denen sieht das gerade gut aus, wenn sie mit dem Bier tanzen, war. Vielleicht sieht das auch nur denn gut aus. Das darf man nicht vergessen, war. In dem Sinne, nimmt die Tipps im Tipp nicht so ernst. Und sag mir mal Bescheid, wenn eine Misswahl war oder ist. Verstehst du? Will ich mal hingehen. Will ich unbedingt mal hin. Aber nicht in Neukölln, sondern hier in Friedrichshain. Gut, renn hier auch.